Hallo meine lieben Kreativwörtchen, schön, dass ihr da seid zu meinem vierten Video mit diesem kleinen coolen Häuschen vom Action. Aus diesem Set habe ich sie gemacht. Falls ihr die letzten drei Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an. Ich finde sie mega, mega cool. Ich mache heute ein weiteres Häuschen, also eigentlich zwei weitere Häuschen. Fangen wir mal mit dem hier an. Das habe ich ganz normal, wie die letzten auch, die Fensterchen entsorgt und dann ein Dings hintergeklebt, ein Venom, Vellum, kein Venom, und habe ein Vellum hintergeklebt. Da möchte ich jetzt gerne Stempel draufbringen und einmal nutze ich diesen hier. Die sind von Memories for You, das hier auch, Memories for You. Und diese Hexe möchte ich gerne benutzen. Die Sets habe ich auf dem Stempelmecker gekauft. So. Dann fangen wir mal an. Ich fange an mit der Hexe. Und ziehe sie mal runter. Ich habe sie bis jetzt noch nicht verwendet. Finde sie aber mega, mega toll. Passt sie? Ja, knapp, aber das wird schon. Deshalb darf sie heute drauf. Ja, ich benutze kein Embossing-Pad. Ich habe welche, aber die machen die Stempel kaputt. Durch das Kleben, und das kriegt man nicht mehr richtig ab. Deshalb benutze ich ganz normale Stempelfarbe. Ich bin jetzt nur am Überlegen. Bringe ich die hier auf? Ja, ich bringe die hier auf und hoffe, dass sie auch richtig schön in die Fenster geht. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Yay! Gucken wir einfach mal, wie es aussieht. Wichtig, ein Blatt Papier und das Puder, das ich gerne benutzen möchte. Vielleicht kann ich mit einem Embossingstift das Ganze noch ein bisschen retten. Ich drehe es mir mal so um, dass ich es besser sehen kann. So. Müsste ja eigentlich... Hier unten ist es. Ja. So, ich muss jetzt mal gucken. So, hier unten und hier oben, hier an der Seite und hier voll. Dann nicht ganz. Das wird dieses Mal sehr, sehr interessant. Bin auch wirklich gespannt, wie das aussieht. Aber no risk, no fun. Wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir es nicht.
Hoffen wir mal, dass die Farbe noch feucht genug dafür ist. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und es soll ja im Endeffekt auch nur ein Schatten sein. Toll. Es soll ja im Endeffekt auch nur ein Schatten sein. Also heizen wir jetzt mal den Föhn auf. Der Föhn ist vorgeheizt. Also fangen wir jetzt an zu embossen. Okay. Ordentliches anders. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, wenn ihr es euch mal anguckt. Es ist nicht ordentlich, ja, definitiv. Aber ich finde es nicht schlecht. Also was wir jetzt machen könnten, wäre Nummer 1. Wir malen hier hinten nochmal aus, bringen nochmal auf und embossen nochmal. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder wir lassen es jetzt so. Ich denke, ich werde es so lassen. Kann ich aber gleich noch entscheiden. Fangen wir erstmal gut zu wissen, dass die Fenster sich nicht embossen lassen. Wichtig. Vellum, schwierig mit embossen. Das ist wichtig zu wissen, denn wir machen jetzt nochmal den Baum und den Ast. Und schauen uns das Ganze dann mal an. Ebenfalls mit Lila, denn dieses Mal kommt wieder eine Farbe obendrauf. Und das Lila sieht man nicht wirklich durch. So. Einmal dahin. Und dann möchte ich es noch mal einen Ticken weiter oben haben. Hier noch mal einen Baum. Und ja. So. Und dann kommt wieder der Ast. Ich mache jetzt das Gleiche, was ich damals gemacht habe. Damals, genau. Lang, lang ist es her. Was ich bei dem Adventskalender gemacht habe, also bei dem Halloween Countdown, das Gleiche mache ich jetzt wieder. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt an. Der ist super süß geworden und ich bin mega happy über ihn. Ich habe ihn an eine meiner besten Freundinnen, also an eine gute Freundin geschenkt. Und sie hat sich total drüber gefreut. Deshalb schaut ihn euch unbedingt an. So, dass das noch nicht... Föhnen wir das erstmal runter. Ich weiß nicht, wie schnell die Farbe trocknet. Die kann jetzt ja überraschend lang halten oder tatsächlich auch sehr, sehr schnell trocknen. Und bevor ich dann das Problem habe, dass es nicht hält, föhne ich es lieber schnell runter.
ist der Effekt nicht mal cool. Ich liebe das am Embossen. Dieser Effekt ist einfach so herrlich. Ist das, ich halte ihn extra mal ein bisschen schräg, dass ihr das sehen könnt, wie es sich von außen nach innen rüberzieht und verändert. So. Erstmal hinstellen und die nächsten paar. So arbeite ich mich jetzt Stückchen für Stückchen über das ganze Häuschen drüber. Und auch das embossen wir schnell. Also erst pudern, dann embossen. Und einmal gebosst. Also embossen. Oder man greift einfach nur drauf. Zwei wichtige Sachen. Denkt dran, erstens. Denkt dran, embossen ist heiß. Das Ding wird, also dieser Föhn wird wirklich, wirklich warm. Und ich möchte nicht, dass ihr euch verbrennt, weil das kann richtig wehtun. Und zweitens, wenn ihr das ordentlich haben wollt. Also so sieht jetzt die Seite aus. Wenn ihr das ordentlich haben wollt, als ich es jetzt habe und als ich es haben möchte, dann könnt ihr das mit einem Pinsel runterstreichen, wo es überschüssig ist. Für mich ist das so vollkommen in Ordnung, da ich, also für mich ist Halloween eh immer so eine Sache von, es ist ein bisschen messy und ein bisschen unordentlich und nicht hundertprozentig und da ist das vollkommen okay. Nur so als Tipp am Rande. So. Schön einfügen. Einmal umknicken. Und die andere Seite. Ich mache das Ganze jetzt sehr, sehr voll. Ihr müsst es aber bei weitem nicht so voll machen. Also macht das, wie ihr euch damit wohlfühlt, was euch gefällt. Fühlt euch frei. Und tobt euch aus, vor allen Dingen. Probiert euch aus und tobt euch aus. So. So, und dann föhnen wir schnell. So, denkt dran, wenn es wieder heiß wird, also wenn ihr schon mal was embossed habt und es wird wieder heiß, es wird nochmal heiß gemacht, dann wird es auch wieder flüssig. Vielleicht kann man es dadurch auch entfernen, müsste man mal ausprobieren.
Vorteil, so könnt ihr kleine Fehler, wie ich es eben gemacht habe, nochmal korrigieren. Das ist die Rückwand. Ich finde diesen Effekt ultra cool. Man sieht gar nicht mehr, dass es braun ist, weil eigentlich ist das Pulver braun, nicht schwarz. Aber der Effekt ist mega cool. Dann sind die beiden Außenwände, also die Seite und die hintere, auch schon gemacht. Gucken wir mal. Na, noch leicht warm. Wenn ihr gar keine Spuren auf den Fenstern habt oder haben möchtet, besser gesagt, dann macht es so, wie ich es die Videos davor habe, also gemacht habe, mit dem, ihr lasst die Fenster drin, embosst das Ganze und dann nehmt ihr sie erst raus. Denn so habt ihr halt Spuren auf den Fenstern. Dadurch sieht jetzt in meinem Fall zum Beispiel die Fenster viel, viel dreckiger aus. Und als würden sie schon seit Jahren, Jahrzehnten leer stehen. Aber wie gesagt, wenn ihr das ordentliche haben wollt, macht es einfach vorher. So. Dieses hier nicht, das rote. Einmal überall verteilen. Und überall hinbringen. Leicht abklopfen. Und zurück in die Kiste. Füllen wir das mal. Ich liebe einfach diesen Effekt, wenn es sich, wenn das Pulver zusammenschmilzt. Das liebe ich einfach. So. Einmal die Front. Und jetzt fehlt uns nur noch eine Seite. Denkt dran, das Papier ist am Anfang noch warm. Wirklich warm. Das kühlt sich schnell ab, aber bis es sich abgekühlt hat, kann man sich daran echt noch wehtun. Also passt bitte auf. Ich weiß, ich wiederhole es ständig, aber jeder, der sich schon mal verbrannt hat, an heißen Embossingpulver, und ja, mir ist es leider schon passiert, weiß, wie weh das tut. Oder an einem heißen Embossing füllen. Oh Mann. So. Wieder in die Kiste. Ja, bei mir kostet mich immer im Bossen ein paar Krümelchen von der Farbe, also von dem Pulver. Das fällt mir immer vorbei.
So, ich gehe noch mal über das komplette Häuschen drüber, damit, falls irgendwo Pulver hingefallen ist, dass auch wirklich alles geschmolzen ist. So, la. Erstmal alles ordentlich zumachen. Und dann kleben wir es zusammen. Wie immer mit unserem 3 mm Powertape von Ideen mit Herz. Das gibt es übrigens auch bei Glas. VBS weiß ich gar nicht, ob die sowas führen. Also nur für eine Alternative, falls jemand nicht unbedingt bei Ideen mit Herz bestellen möchte oder schon Kunde bei Glas ist oder ja. So. Festgerubbelt. Ach, aber ich glaube, ich will das jetzt doch nicht. Ich hatte überlegt, das hier weiß zu färben oder beziehungsweise eher gelb. Aber ich finde, so unperfekt ist das eigentlich super. Tatsächlich bin ich an Halloween nicht so perfektionistisch, wie ich sonst bin. So, so. Haben wir festgestrichen. Denkt dran, mit dem Falzbein holt ihr die Farbe wieder runter. Also wenn ihr direkt übers Embossen mit dem Falzbein geht, holt ihr leider die Farbe runter. Und that's it. Das ist das heutige erste Häuschen. Wie findet ihr es? Da oben die Hexe und dann die Äste. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auch was ihr mit diesen Häuschen macht, wenn ihr sie gekauft habt. Ich finde es mega süß. Ist mal was ganz anderes. Und ich mache jetzt erstmal meine Stempel sauber. Und dann machen wir gleich Häuschen Nummer 2 für heute. Ich möchte mit der Viva Decor 3D Stempelfarbe hier drauf stempeln. Und zwar ist das Türkis Metallic. Ich finde die Farbe unglaublich schön. Schauen wir mal, wie sie auf Schwarz aussieht, wenn sie getrocknet ist. Und ich möchte einen kleinen, einen kleinen, wie sage ich das jetzt am besten, Fledermaus-Tornado erzeugen. Also nehme ich mir einfach mal alle Fledermäuse, die ich so finden kann, die ich besitze, und bringe die mal auf meinen Stempel auf. Also auf meinen Acrylblock. Ihr erinnert euch bestimmt an mein Video mit dem Kalender, mit dem Countdown. Und da hatte ich ja dieses Prinzip nur halt einzeln, also mit einzelnen Fledermäusen, für die Zahlen genommen. Und diesmal stempel ich, also der Plan ist, dass ich alle Fledermäuse auf einmal stempel. Und dass ich im Prinzip dadurch so eine Art Hintergrund erschaffe. Mit dieser Farbe. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Und hoffe mal das Beste. So, nehmen wir die beiden nochmal dazu. So. Erstmal die Farbe aufmachen. Und bei der Farbe ist immer so eine Schutzfolie drüber. Das ist dann die Farbe. So, riecht sehr intensiv. Also für jeden, der geruchsempfindlich ist. Sie hat einen, ja, intensiven Geruch. Nennen wir es mal einen intensiven Geruch. Was jetzt wichtig ist,
Ihr seht, sie hat sich getrennt. Das ist normal. Man muss jetzt irgendwas nehmen. Ich nehme jetzt mal mein Falzbein und muss sie umrühren, dass sie wieder sich verbindet. Das ist aber bei der Farbe normal. So. Das lasse ich mal hier draußen. Wir tupfen jetzt mit einem, also wir nehmen jetzt mit einem Tupfi die Farbe auf und bringen das jetzt auf unsere Stempel auf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe sie so noch nicht verwendet, aber das ist die eigentliche ursprüngliche Idee davon, wie man sie verwenden soll. Ehrlich gesagt, ich bin mal sehr gespannt, wie sie sich so verarbeiten lässt und wie das Ergebnis wird. So, lieber zweimal dünn als einmal dick. Ich habe mir eben nochmal die Anleitung durchgelesen. Probieren wir es mal aus. Ja, also sieht, finde ich jetzt, gar nicht schlecht aus. Probieren wir es nochmal. Das zu waschen wird echt lustig. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen. Aber ich finde es definitiv nicht hässlich. Es ist halt ein ganz anderes Arbeiten mit dem Material. Aber wie heißt es schön, immer mal was Neues. So, ich mache das jetzt erstmal und lasse das Video etwas schneller laufen. Das Ganze jetzt aus. Hier oben darüber habe ich mich schon geärgert. Da sind mir zwei Fledermäuse aufeinander gekommen, aber ich finde, es sieht gut aus. Schaut euch das mal an. Ich bin begeistert und ja, habe meine Unterlage mal wieder, weil es trocknet verdammt schnell.
trocknet wirklich, dadurch, dass es so super dünn ist, trocknet es wirklich, wirklich schnell. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir es erstmal trocknen lassen, aber ich habe das Gefühl, es ist schon trocken. Wenn man mehr Fledermäuse dazwischen haben möchte, kann man sich jetzt logischerweise die Fledermäuse erstmal sauber machen. Schaut euch das an. kann man sie sich sauber machen und dann nochmal auf einen kleinen Stempel und zwischenstempeln. Ich finde das aber jetzt so, ehrlich gesagt, echt hübsch. Und ich denke, ich lasse es nochmal. Ich mache jetzt erstmal meinen Stempel, also meine Stempel und meinen Block, mein Falzbein und ich glaube, das Ding muss ich nicht sauber machen. Ich weiß es noch nicht. Ich mache es mir erstmal sauber und dann sehen wir uns gleich. Die sind jetzt getrocknet. Das ging super, super fix. Und ich habe sie eben, also ich habe die Fensterchen wieder rausgemacht und jetzt können wir zusammen weiterarbeiten. Meine Idee dahinter ist, dieses Mal nehmen wir uns Sticker vom Teddy und kleben die dahinter. Ich habe dran gedacht, alles Vampirtechnische zu nehmen. Das ist so meine Idee. So, Fledermäuse. Und hier ist auch nochmal sind zwei Draculas dabei. Und dann gucken wir mal. Ich habe mir das so ungefähr vorgestellt. Ja, das könnte schon cool aussehen. Also nehmen wir hier den. Und kleben statt erstmal den Dings auf, den statt erstmal den Hintergrund aufzukleben, kleben wir ihn auf. Dann sieht man durch das Fenster nichts mehr. Also wenn man da Licht hintersetzt, sieht man jetzt nicht mehr wirklich was. Aber das, also ich persönlich finde das gar nicht schlimm. So, da haben wir den zweiten. Den schneiden wir mal ab. Und bringen ihn hier hinten auf. Wieder auflegen. Fenster so hinpacken, wie wir es haben wollen. Und ihn dann aufnehmen. So. Ist die Frage, will ich in die Mitte noch etwas setzen? Wir können das auch ein bisschen auflockern. Bin jetzt am Überlegen. Ja, wir lockern das ein bisschen auf durch andere Monster. Der ist cool. Muss ja nicht nur Hello, also nicht nur Dracula sein, kann ja auch was anderes sein. So. Gucken wir mal über vorne. Dann ist der dritte. Ihr seht, dritte ist drauf. Jetzt gucken drei verschiedene Monster durch. Also fast. Hier packe ich nochmal Dotzen und
löse die Folie. Die Folie, nicht den Sticker. Und ich habe mich für dieses Blau entschieden. Das ist wieder aus dem Vellum-Block vom Action, aus dem Meeresblock. Das ist das hellere Blau von beiden. So. Dann schneiden wir es einmal zu. Und kleben es auf. Und so sieht es jetzt aus mit dem Vellum dahinter. Wie viel würde man da oben von sehen? Aber so einen verdeckten Mond ist auch irgendwie ein bisschen doof. Ja, schon, ist doof. Gucken wir mal, wir haben ja noch mehr. Die Katze ist auf jeden Fall mega niedlich. Dann hätten wir noch diese Katze. Eine Mumie. Warum haben die alle Tüten in der Hand? So sieht es auch perfekt aus. Huch, der ist leer. Dann wechseln wir mal schnell. So, wir haben jetzt die Mumie und gucken mal, so. So. Was nehmen wir als nächstes? Davon sieht man nicht wirklich was. Yeah.
Damit ist das Häuschen fertig, dieses. Ich finde es irgendwie mega süß. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich noch mal was draufklebe. Vielleicht noch mal einen Stapel Kürbisse an die Seite. Dass man auch mal von außen Deko hat. Und nicht nur von innen, sondern auch... Joa. Kommt noch der Stapel Kürbisse dazu. Vielleicht, damit es nicht so langweilig ist, von hinten noch mal was. Also grundsätzlich sind meine Häuschen so gedacht, dass man sie auch gut freistellen kann. Das hatte ich mir jetzt dabei gedacht. Dass man vielleicht einfach... sie auf den Tisch stellt oder so. So wie man es mit einem Weihnachtsdorf auch macht. So. Kleben wir es mal hier drauf. Ihn. Und sie mal. Hier, dann hatten wir noch die Katze ist mega süß, die Katze haben wir hier oben schon mal, ein Skelett mit, hier das Skelett mit Tütchen und hier der andere mit Tütchen. Ich denke, daraus baue ich jetzt einfach eine Kinderschar.
Ne, den will ich nicht drauf. Der kommt jetzt hier hinten hin. Dann nehmen wir ihn. Oder dahin? Es kann ja sehr viel los sein auf diesem Häuschen. So, ja, hier hin. Er kommt dann hier hin. Nicht so, nicht so. Und ihre Tüte kommt daneben hin. Und weil es so witzig war und wir noch die Mumie übrig haben, kleben wir die einfach hier vorne auf. Oder soll da nochmal ein Kürbis hin? Ich könnte da auch nochmal. Jetzt habe ich gar keinen Platz mehr für Kürbisse. Ich fand die hier so cool. Über eine Ecke wäre es auch doof. Habe ich noch einen kleineren? Bestimmt. Dann kommt der dahin. Man kann nicht zu viele Kürbisse irgendwo haben. Vor allen Dingen nicht zu Halloween. So, wir hätten auch 3D, also Sticker nehmen können, die mehr 3D sind. Aber ich wollte die jetzt haben. Ich fand die schöner. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Bei Teddy, wenn man darauf achtet, gibt es ja auch diese unglaublich schönen 3D-Sticker. Vielleicht mache ich damit noch was heute. Mal gucken. Schauen wir erstmal, wie das mit den Häuschen weitergeht, was mir so alles einfällt. Vielleicht geht es darüber schneller. So. Komm, wenn man die Seiten nicht feststreicht. Da.
Und somit ist das Häuschen auch schon fertig. Ich finde das ultra knuffig. War jetzt auch ja ein bisschen mehr Aufwand. Aber es ist cool. So, das sind die beiden Häuschen von heute. Nummer 1. Das mit der Hexe. Das komplett embosste. Ähnlich wie das Frankensteinhaus. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Finde ich ultra cool. Total anders. Und dann dieses Haus mit den kleinen Fledermäuschen und den ganz, ganz vielen Stickern. Ebenfalls ganz, ganz anders wie das Haus mit den Geistern. Da waren ja auch Sticker im Spiel. Oder dem kleinen Haus, wo ich die Sticker oben drauf gebracht habe. Jetzt sieht es ja so aus, als würden die Geister in dem Haus, also die Spukgestalten in dem Haus wohnen und nach außen gucken. Was sagt ihr? Gefallen euch die Häuser? Und wenn ja, welches gefällt euch am besten? Schreibt mir das super, super gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich sehr. Es sind ja wie immer, also wie bei den letzten Malen auch, zwei sehr, sehr unterschiedliche Häuser draus entstanden. Das hier kann man auch super mit Kindern machen. Hier eher, weil es wird wirklich warm. Ich wiederhole es nochmal. Es tut mir leid, aber das Zeug wird heiß. Aber diese hier kann man super, super mit Kindern machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn nicht, dann nicht. Lasst super gerne einen Kommentar da. Ihr wisst, ich lese eure Kommentare mega gerne. Ich freue mich sowieso, wenn ihr einen Daumen da lasst oder wenn ihr ein Abo da lasst. Oh, Abo. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar da lasst. Oder auch konstruktive Kritik. Nehme ich super, super gerne. Und wie gesagt, wenn wir schon beim Abo sind, hinterlasst mir gerne, gerne ein Abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine wundervolle Zeit, genießt euren Tag, bleibt kreativ und wir sehen uns.